Warum ist sie... Ah ne, da liegt was. Ich weiß nicht, was das ist. Tut mir leid, ich weiß es nicht. Du? Können wir das wirklich brauchen? Ich lasse es einfach. Also darüber zu meckern, was für schlechten Loot es hier gibt. Da waren wir schon. Oh, wir sind wieder hier. Wir müssen echt den Fahrstuhl nehmen, huh? Oh, okay. Ja, das schaut so aus. Also versuche ich mal eine ruhige Stelle zu finden. Da ganz hinten vielleicht. Oh, warte mal, da ist noch was. Also hier durch. Dadurch. Gleich wieder links rum. Genau, in die Richtung. Das Ding meinte ich eigentlich nicht, aber hier können wir mal kurz reingucken. Das tut irgendwie. Ups. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Können wir das wirklich brauchen? Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Alles. Können wir das wirklich brauchen? Oh, und leer. Aber eigentlich wollte ich zu den ganzen blauen Punkten hier. Zu diesem Zimmer. Spinnen. Ihr mich auch. Blau bekommt wieder sie. Was haben wir hier? Brief von Xenofex. Meine Diener, ich habe schlechte Neuigkeiten. Anscheinend ist unser Plan in Enros aufgeflogen und unsere Intrigen gegen Kasserina hat... Hier in Erassia ist auch fehlgeschlagen. Ich erwarte keinen Erfolg bei einem Versuch, eure neue Anhänger zu erlangen. Also ist mein Rat an euch, euch so gut wie möglich zu verkriechen. Ich glaube, dass wir unsere Verluste ausgleichen und zur richtigen Zeit zurückschlagen können. Lasst euch bis dahin besser nicht blicken. Xenofex. Okay. Rotes Fass. Blaues Fass. Und wenn da... wenn da kein Hohepriester ist, weiß ich auch nicht. Oh. So. Und so. Mach die kaputt. So. Du heil bitte neu. Du mach bitte wieder Licht. Und da oben ist jemand, okay. Also hoch. 80er Goldhaufen einsammeln. Und ich habe nichts gesehen, was irgendwie besonders aussieht. Also kein Hohepriester. Das ist nicht schön. Heißt also, wir müssen doch den Fahrstuhl runter. Können wir das wirklich brauchen? So. Aber wir können hier mal schlafen. Ja, gleich Teufel. Klar, warum nicht? Du heil mal alle und wir kämpfen uns einfach durch. Komm, hau jemand mal wieder näher ab. Danke. Oh, das ist ein Anführerteufel? Nee. Nee. So. Aber ja, wenn wir jetzt schon vor einen Anführerteufel weglaufen, da unten den Fahrstuhl runter wird bestimmt auch mindestens einer davon sein. Könnte haarig werden. Und da sind sehr viele rote Punkte. Ja, schießen schon hoch. Wie machen wir das? Okay, wir gehen erstmal ganz raus. Oh. Gehen erstmal ganz raus, schlafen, Waffen durch. Nichts wie raus. Dann weiß ich noch nicht. Oh, du musst sterben. So, wir hätten gerne. Tag des Schutzes. Wir hätten gerne. Was ist mit drin, ne? Ich warte mal ab, was jetzt wirklich alles abgedeckt wird. Also an. Fackellicht, magisches Auge und so weiter. Durch die Lichtzauber. Wenn Leiden demnächst
wieder soweit wäre. Genau. Jo, magisches Auge ist definitiv dabei. Da aber kein Fackellicht. So, das heißt, du brauchst den da nicht mehr sprechen. Schild ist da auch mit bei. Das heißt, Lay braucht jetzt nur noch Bewahrung und Schutz vor Magie zu sprechen. Dann können wir wieder loslegen. Oh, und den da. So. Fahrstuhl? Wir können uns jederzeit raus teleportieren. Ich mach mal dich an. So, du zauber bitte mal das da. Und da kommt der Erste. Und der Erste läuft weg. Und die Säurestrahle kommen hier gar nicht durch. Weil ich hier nicht durchkomme. Was zur Hölle? Hier ist eine unsichtbare Wand. Nicht schön. Das heißt, wir springen jetzt einfach runter. Federfall können wir ja schnell zaubern. Oh, wir können auch. Nee, können wir nicht mehr. Unsichtbarkeit zaubern. Also ich springe jetzt einfach hier runter. Und wir haben da einen Kriegerteufel. Okay. Du musst jetzt sterben. Und zwar schnell, bevor du dich verkriechst und andere Leute um mich rumstehen. So, einer tot. Schon mal anfangen. So, Arbeiterteufel, die kriegen wir ganz schnell weg. Mönche kriegen wir ganz schnell weg. Alles überschaubar. So. Oh. Oh. Hier ist der größere Trupp. Heilung. Ein Anführerteufel. Ich bleibe, glaube ich, hier stehen, sonst renne ich gleich in die anderen rein. Das finde ich so schön. Da sind die anderen. Oh, okay. Du, Heilung. Zwei Anführerteufel. Geh mal Nahkampf mit Giro mal zuhauen und kann. Und rundenbasierend. So, du hau. Du heil. Zaubern. Hauen. Zaubern. Nee, jetzt kommt der nächste davon an. Oh. Okay. Das kam jetzt unerwartet. Und grün. Hey. Ah, Moment mal, wo ist dann der Obermufti? Da ist der Fahrstuhl. Wie jetzt? Das war's? Also war doch der eine Raum mit den Spinnen und dem anderen Gedöns. Der Raum mit dem Hohepriester. Sehr komisch. Aber gut, testen wir einfach mal. Wir springen mit ihr zurück nach Harmony. So. Verkaufen wir hier ein bisschen Gedöns. Zwar ja, hier. Wir sollten später wiederkommen. Hier. Guten Tag. Darf ich helfen? So. Guten Tag. Tote Ratte könnte da auch mal ruhig mir jemand wegräumen. Danke, bis dann. Und fliegen jetzt zu unserem Mönch, der ja südlich von hier lebt. Oh, die sind alle müde. Okay, das können wir gleich ändern. Aber erstmal zum Mönch. Der war nicht in dem Haus, in dem langen Haus da hinten. Hier. Meister, gute Arbeit. Der Orden von Bar soll Erassias Lande nicht länger beflecken. Und nun erlaubt mir alle Initiierten unter euch zu meistern und alle ungläubigen Initiierten
zu nicht erleuchteten Meistern zu ernennen. Vergesst nicht, dass dies nur ein Schritt auf eurem Weg zur wahren Erleuchtung sein kann. Eure Reise endet erst mit eurem Tod. Also verschließt niemals euren Geist. Das heißt, jetzt schlafen wir erstmal. Und dann sollten wir eigentlich nach oben gehen, ne? Also nach Celeste. So, was haben wir hier Schönes? Um Mangel Schlafes. Rüstung plus 10. Immun gegen Krankheit, Irrsinn, Lähmung, Gift, Schlaf und Versteinerung. Intellekt minus 20. Charisma minus 20. Nicht so wirklich toll. Weil Krankheit, Irrsinn, Lähmung, Gift, Schlaf und Versteinerung kann man mit einem Klick wegbekommen. Na gut, kommt in die Kiste. Also in die Harmony-Kiste. Ja, das gelbe Zeug könnten wir eigentlich wegschmeißen. Wo wir weiß, wann wir da so schnell wieder rankommen. Ach du gute Güte. Wir sollten demnächst mal die Rezepte kaufen für die ganzen schwarzen Tränke. Und dann zur Strichliste weitermachen, wer was bekommen hat. Also 28.000 Gold haben wir. Dann springen wir jetzt nach Celeste. Und zwar mit dir. So. Und jetzt würden wir gerne nach Süden zu den Trainingshallen. Wir wollen nicht zu den Trainingshallen. Wir wollen verdammt nochmal zurück nach Evermore Islands. Wegen den 18.000 Gold. Was kann verkauft werden? Wirklich viel zu verkaufen haben wir nicht, ja? Nee. Also gut, wir machen ein, zwei Level-Ups. Aber so, dass wir noch mindestens 18.000 haben. 16.500 waren es nur, ne? Ja, ich glaube schon. Also, trainieren. Die beste Ausbildung des Landes. Und zwar sie, weil es bei ihr am meisten bringt. Weil dadurch alle ihre Buffs stärker werden. Und wenn die Buffs stärker werden, werden alle stärker und so weiter. Also einmal, zweimal, dreimal, viermal. Oh, das geht noch. Zwei. Oh. Okay. nicht übertreiben. Das ist eine viel zu teure Taverne. Dann laufen wir noch fix zum King-Kadetien-Laden. Verkaufen da alles, was wir verkaufen können. Müssten dann genug Gold haben. Teleportieren uns dann nach Erassia. Und dann wieder Evermore Islands, um das Lloyd Furs zu kaufen. Und dann könnten wir echt zur Titanenfestung gucken. Also nur mal so ganz kurz unsichtbar reingucken. Gute Qualität und angemessener Preis. So, weg. Weg. Was haben wir noch? Das wollte ich behalten. Das war's, ne? Gottes Eingriff. Moment mal, wenn sie Gottes Eingriff spricht, wird sie natürlich 10 Jahre älter. Aber da es eine Schriftrolle ist, könnte das jeder andere auch sprechen, ha? Okay. Das kann weg, aber es bringt nichts. Das kann auch weg. Das sind Reagenzien, ja. 20er Reagenzien, wir haben 50er. Also kann das da auch weg. So, jedenfalls vorerst. 17.820. Das ist jetzt nicht so wirklich. Das war eine neue Stimme. Aber das Gold ist nicht wirklich viel. Aber sei es drum. Wir teleportieren nach Erassia. Und speichern hier, denke ich, erstmal ab. Und in der nächsten Folge machen wir dann wieder mal unseren Trip zu den Inseln. Also bis gleich.